157 gemeldete Teilnehmer. Wir freuen uns, dass wir hier im Alba sein können. Das Ganze ist eine Art Experiment. Dieser Lauf, dieser erste Transaktuell- und Speditionslauf zusammen mit der Spedition Ansorge ist ein weiteres Mittel, um mit unseren Lesern in sehr engen Kontakt zu treten. Wir wollen das wunderschöne Ambiente des Allgäus, das heute leider durch ein Regenschauer etwas durchnässt ist, nutzen, um die Zusammengehörigkeit in unserer Branche zu stärken und uns im sportlichen Wettkampf zu messen, um danach in lockeren Gesprächen über Probleme und Lösungsansätze unserer Branche zu diskutieren. Samstag, 16. Oktober 2010, 13:53. Es gibt laut Berichten des Gesundheitsministeriums rund 1,8 Millionen aktive Jogger. Dass aber alle aus dem Allgäu kommen, wusste ich auch nicht. Und Start! Es geht bei diesem Branchenlauf weniger darum, sportliche Höchstleistungen zu erzielen. Ziel ist klar der olympische Gedanke, dabei zu sein, aber es geht vor allem auch darum, die Branche zusammenzubringen. Und ich denke, dass es gelungen ist. Wir haben hier das breite Spektrum versammelt, vom Lebensmittelhersteller über Logistikdienstleister bis hin zur Hochschul- und zur Verbandswelt. Auf geht's! Ja, meine sehr verehrten Gäste, es tut sich was im Zielbereich. Und wir haben den Sieger Wolfgang Broster von der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren.